Ne? Muss ich das verstehen? So. Auch das ist natürlich ein Comicspiel, denn wie gesagt, wir sind ja, wir schießen uns mit Essen ab. Dementsprechend muss es natürlich in einer Comic-Grafik daherkommen. Story braucht es eigentlich überhaupt nicht. Übersetzt muss es auch nicht werden. Okay, Gewalt, so viel Erotik. Eher so wegen vielleicht den weiblichen Schützen und die vulgäre Sprache, damit es noch so ein Teen-Rating kriegt. Wie gesagt, es ist ja nur ein Comic, es ist ja nur so ein Essensschlacht-Shooter, es ist jetzt natürlich nicht der härteste Gewalt-Shooter. Es ist jetzt kein richtiges Battlefield oder dergleichen. Huch, warum ist der mir jetzt hier rüber geswitcht? Ganz komisch. So, echt Test verkauft sich halt recht gut. Fans wachsen. Es können natürlich besser sein. Ich habe natürlich schon bessere Verkaufszahlen hingelegt, aber gut, was will man machen? Meine Projekthistorie. Historie, genau, die Hysterie, meine Projekthysterie. Okay, das sind alle Spiele, aber ich würde gerne nur meine Spiele. Da sehen wir sie. Ja, ich habe hier ganz viel Kommandore. Inzwischen wechsle ich ein bisschen auch durch. Hier, also wie gesagt, hier muss ich wirklich gucken, günstigere Sachen, wo die Kritik oder wo die Bewertung niedriger ist, damit ich mir ein bisschen was an Mitarbeitern gönnen kann, glaube ich. Das wäre, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. So 50er-Wertungen, die kriege ich, glaube ich, noch am ehesten hin. Vielleicht auch von Spielen. Oh Mann, Power Edge hat kürzlich berichtet, dass wir Ideen von anderen Spielen klauen, um damit dicke Kohle machen zu wollen. Und Long Island Teas am Strand schlürfen. Das ist total falsch. Ich trinke nur Pina Coladas am Strand. Sehr cool. Der Humor ist da auf jeden Fall mit drin im Spiel. Auf jeden Fall, wie gesagt, am besten wäre es, Deals von Spielen anzunehmen, wo ich eine gute Erfahrung habe. Ne? Ich könnte ja mal gerade gucken. Ich kann mir ja mal notieren, welche Spiele ich schon mal so gemacht habe und wo ich halbwegs vernünftige Wertungen habe. So, Zettel vom Block abreißen. So, das schreibe ich mir doch mal ganz fix auf. Da wäre Hack and Slash. Da habe ich mit Here's a Dungeon Scroll echt eine Bombe geleistet. Das war ein richtig gutes Ding. Speed Junkie. Dann haben wir da Strategie Turn-Based. Da habe ich auch was Gutes abliefern können. Da können wir natürlich auch in die Richtung dann Publisher-Auftrag mal annehmen wieder. Und Strategie War würde ich noch mit reinnehmen. Weil das noch auch so an dieser 70er-Grenze ist. So, schreib, schreib, schreib. Kratz, kratz, kratz über den Tisch. Gut, dann nehme ich gleich noch ein paar Publisher-Aufträge an, um so ein bisschen in die Richtung zu schlagen. Hack'n'Slash-Trend ist jetzt vorbei. Ja, das war ja fast klar. Oh, Moment, ich sehe gerade, das ist ja ein Hack'n'Slash, was wir gerade entwickeln. Na, dann hoffe ich mal, dass wir ein bisschen nicht komplett daneben sind. So, Battlefield, der Essensschlacht-Simulator. Beziehungsweise Essensschlacht-Shooter, nicht Simulator. Da will ich natürlich eine schöne Verpackung. Dann nehme ich mal sowas hier mit so einer. So einer Verpackung, sehr schön. Weiße Schrift kann man gut lesen. Und jetzt noch irgendwas Symboltechnisches, was. Also, wie gesagt, mein Vorschlag wäre echt, dass man über einen Steam Workshop vielleicht weitere Bilder sich integrieren lassen kann. Das wäre eine wirklich eine witzige Sache, die reingehört. Ich finde das hier cool. Es ist zwar nicht so ein komplett richtiges Shooter-Symbol, aber ich finde das ganz cool. Nehmen wir es mal so. Zack. Dann haben wir unsere Verpackung dann. Battlefield wird gerade getestet. Es befindet sich wahrscheinlich in der finalen Phase aktuell. Ja, Action Hack and Slash Trend, wie gesagt, vorbei. Also wenn man so einen Trend hinterher, dann muss der gerade anfangen, wenn man so ein Spiel entwickeln möchte, dann kann man den quasi mitnehmen. Andernfalls,
Naja, ne? So. Wo hat der eine Erfahrung gemacht? Der hat da Erfahrung. Das ist ja ein AI und so hat er wichtige Erfahrung gemacht. Alles klar. Bup. Und was machen wir denn hier? Machen wir natürlich 18 und wir machen Radiowerbung mit Magazinwerbung. Und ich hoffe, dass sich das gut verkauft. Das Problem ist, man kann halt nicht nur Publisher-Verträge machen, weil die Publisher, die geben zwar einen kurzzeitigen, richtig dicken Bonus, aber wenn man dann mal was Dickes auch dementsprechend einkauft, so zum Beispiel ein Designbüro oder sowas, dann hat man auch schnell mal ein Problem. Und dementsprechend muss man halt auch immer wieder komplett eigene Sachen rausbringen. So, dann schauen wir mal, was Grafik und Sound habe ich. Wollt ihr mich veräppeln? Also der Graf, die Grafik war doch wohl ganz weit oben und den Sound, den habe ich doch, da habe ich doch nur. Ich habe das doch be. Hey, wollt ihr mich veräppeln? Was habe ich denn da eingestellt gehabt? Es kann auch nicht so schlecht jetzt gewesen sein. Also tut mir leid, es. Naja. Bei Grafikfehler, Musik, Sound, bla. Farblose Grafiken mit viel wiederverwendeten Texturen und Charakteren. Innovatives Kampfsystem bereichert um Tiefe und Komplexität. Das klasse Level-Design führt zu herausfordernden, aufregenden Kämpfen, herausfordernde, außergewöhnlich gut gemachte AI. Elegantes, einfach zu benutzendes Interface, schwierig genug, um eine Herausforderung zu sein. Ja, das Spiel wird sich wahrscheinlich nicht gut verkaufen. Ich fürchte fast, dass mir das dann gleich wieder mich Fans wieder kosten wird. So, Publisher-Vertrag wollte ich schauen. So, Strategy Turn-Based oder Strategy War. Dann schauen wir doch mal. Ey, das ist doch, das kann doch nicht wahr sein. Wie schwer ist es denn, einen guten. Oh, verdammt, 74% muss ich erreichen. Nee, nee, das ist zu viel. Wie schwer kann das denn sein? Das ist doch unfassbar. 64%. Machbar, aber schwer aktuell. Ihr seht ja, es läuft echt nicht immer gut. Kommt, haben wir nicht noch irgendwas? Haben wir nicht noch irgendwas? Artillery, Beat'em Up, Casual, Sport, Adventure, Train, Plattform, Turn-Based, Construction, Beat'em Up. Ach, sag mir nicht, es gibt wirklich nur diese beiden. Okay, dann gucke ich mal. Hier gibt's. Ach nee, das ist für den Invento, da müsste ich. Erstmal Dings kaufen. Ein Beat'em Up 54% müsste ich erreichen. Ich glaube, dann mache ich jetzt hier mal dieses Beat'em Up. Hier ist ein Publisher-Vertrag. Ja, machen wir mal hier diesen Beat'em Up Publisher-Vertrag. Wupp. Und dann starten wir direkt ein neues Projekt. Beat'em Up Publisher-Vertrag. Und zwar ist es. Was für ein schönes Beat'em Up wäre es denn? Es wäre. Es hieße Let's Fight und wäre eine Anspielung auf das Business der Spielekritiker, wo dann lauter namhafte Spielekritiker quasi gegeneinander sich prügeln und bekämpfen müssen. Also wirklich so die, ich weiß nicht, irgendein Redakteur, irgendein richtig großer Redakteur oder bekannter Redakteur, der GameStar, irgendein großer bekannter Redakteur, der PC Games, also. Oder was es halt so in den 80ern an Heften gab, ne? Und die werden dann so integriert, natürlich vorher nach Absprache und nach Erlaubnisfrage, werden die dann integriert und müssen dann gegeneinander kämpfen. So. Ah, das Problem ist, dass ich jetzt hier solche Wertungen habe und nicht mehr. Und ich jetzt nicht mehr diese Verteilung mache oder was, sondern ich sehe jetzt nur. Nee, ich mache doch hier noch. Genau, ich mache noch die normale Verteilung. So. Letztes Spiel hatte eine 62er. 62% Wertung. Ich brauche jetzt eine 54% Wertung. Ups. Habe ich jetzt aber noch 4 Punkte übrig. Okay. Was hatte ich denn damals zu wenig? Sound und Grafik hatte ich damals viel zu wenig und da gab es auch einige andere Aspekte noch gar nicht mal.
Grafik und Sound waren zu wenig. Zack. Jetzt gucke ich mal. Für ein Beat'em Up ist die AI scheinbar nicht wichtig zu sein oder das ist einfach noch nicht angepasst, weil diese Spiele damals noch nicht. Also ich würde nämlich durchaus sagen, die AI ist wichtig. Das Game Writing ist eher unwichtig und würde hier vielleicht noch auf die UI gehen. Na gut. Moment, was war die Game Engine? Wie wurde die mir? Die Game Engine wurde nicht so direkt bewertet in der Hinsicht, ne? War das Gameplay wahrscheinlich ein bisschen drin. Für ein Beat'em Up ist die Game Engine halt schon wichtig, aber ich befürchte halt, dass vielleicht ich will da nicht zu wenig auf Scripting setzen. Es könnte natürlich auch ein riesig, riesig großer Fehler sein. Wie gut wurde denn das Level-Design damals bewertet? Auf Level-Design wurde mit 8 bewertet, Gameplay mit auch einer 8. Gut. Ja, ich würde es so versuchen. Ich würde es jetzt mal so versuchen und hoffen, dass das vielleicht ankommt. Ja, und wir verlieren natürlich wieder Fans. Das Spiel nehme ich vom Markt direkt. Es macht keinen Sinn, dass ich hier meine Fans auf die Weise verliere. Gewalt hätte tatsächlich deutlich mehr sein können. 30% sagen, die Gewalt hätte mehr sein können. Die vulgäre Sprache war dagegen perfekt und der erotische Inhalt war perfekt. Ja, hätte ich aber mehr gemacht, wäre ich schon im Major-Bereich gewesen. Und es sollte ja so einen Comic-Stil haben. So, jetzt kriege ich hier die Tipps. Wir wollen eine Story. Wir wollen. Es ist dann natürlich in moderne Zeiten, weil wir haben ja reelle Personen da drin eingebaut. Bisschen Story wird es dazu dann auch geben. Und da es ein Prügler ist, muss er natürlich auch dementsprechend bisschen. Oh, wenn ich hier zu hoch bin, dann sehe ich das direkt. Die vulgäre Sprache. Die erotischen Inhalte gab es damals schon weibliche Spielebewerterin, ja, wird wahrscheinlich ein bisschen eher weniger sein. Ein bisschen nur. So. Upp, versuchen wir es mal auf die Weise. Ist auf jeden Fall ein Spiel für Erwachsene. Und hier verlieren wir jetzt wenigstens keine Fans, weil ich das Spiel vom Markt direkt runtergenommen habe. Und ich trinke jetzt erstmal einen kleinen Schluck. Ich hoffe mal, dass ich nicht zu leise oder zu nuschelig die ganze Zeit rede. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Da könnte es mal schnell passieren, dass ich vielleicht ein bisschen Unsinn mache. Schau, ich bin sicher, dass 2400 Baud zu deiner Zeit sehr schnell war, aber wir brauchen ein besseres Netzwerk. Kosten würde es 400. Ja gut, holen wir uns das bessere Netzwerk. Hey, danke, Chef. Dann ist unser Mitarbeiter auch schon wieder ein Ticken glücklicher. Da muss ich mal gucken. 86% war der glücklich. Ich muss wirklich so auf dieses Herz achten. Wahrscheinlich könnte es wirklich darauf hinauslaufen, dass man den halt wirklich, wie wir es hier sehen, auch irgendwann mal so in den Urlaub schicken muss. Und da wir den aber in einem anderen Zimmer haben, muss ich mal immer wieder einen Blick auch rüberwerfen, weil sonst kann es schnell passieren, dass ich wichtige Sachen nicht sehe, natürlich, die da drüben geschehen. So. Trends sehe ich aktuell keine. Oh, Spiel des Jahrespreis steht schon wieder. Also jetzt langsam muss ich doch sagen, verfliegen die Jahre doch langsam. Jetzt, wahrscheinlich weil wir längere Entwicklungszeit haben, geht es so, dass die Zeit jetzt doch ein Ticken schneller auch verfliegt. Muss ich mal gleich überhaupt. Ja, Leute, ich muss mal meine Jahresbilanzen. Ich habe mir meine letzten Jahresbilanzen gar nicht angeschaut, ne? So, das glaube ich, kenne ich noch. So, aus den Publisher-Verträgen 83, wir 112.000 plus gemacht. Dann hatten wir hier 84 ein eher mageres Jahr, wo die Kosten natürlich sehr hoch waren. Und mit 28.000 Steuern war das auch. Ich habe auch kein Steuersatz, wurde mir jetzt auch mehr angezeigt zuletzt, ne? Hoch. Und hier haben wir trotz der hohen Einnahmen. Warum kostet mich mein Büro plötzlich 278?
Ach, war das noch der Kauf? Oder dieses Mi Wieso? Hä? Ach nee, das war, weil ich hier das neue Büro natürlich mir geholt habe. Das Büro für die Entwickler. Mein Fehler natürlich. Ach du Heilige. Ja, das hat dann natürlich insgesamt hohe Kosten verursacht und wir haben trotz den guten Zahlen eher ein Minus gemacht und das wird langsam immer kritischer, wenn ich hier gucke. Ah, oh, das Spiel muss den Wünschen des Publishers entsprechen, damit wir jetzt die dicke Kohle kassieren, sonst habe ich gleich ein Problem. Ein ganz großes Problem habe ich dann. So, jetzt brauche ich erstmal ein Bild, ein Fight-Bild. So ein Bild, was so ein bisschen aussieht wie jemand, der sich prügeln möchte. Irgendjemand, der sich prügeln möchte. Die Auswahl ist wieder eher nachteilig. Dann nehme ich so ein Bild und mache es mal. Ja, so gefällt mir das. Let's fight. Machen wir mal auf Diva Optik getrimmt. Wie gesagt, es ist nicht jetzt optimal, da Lord of Assault. Kohaku Games hat den Spiel des Jahrespreis gewonnen 1985 für sein Action-Shoot'em-up-Spiel Lord of Assault. Ja, schön für Kohaku Games. Ich hätte auch gerne mal Erfolg. Ich befürchte wirklich, dass vielleicht dieses Let's Play bald endet, weil ich einfach es nicht gebacken kriege, vernünftig Spiele umzusetzen. Ich verzichte dieses Jahr auf die Gamers Convention. Das kann ich mir einfach momentan leider, leider, leider nicht leisten. Es tut mir leid, dieses Jahr sind wir nicht vertreten auf der Gamers Convention. So, irgendwelche Trends? Nein. Ich kann halt auch nichts forschen oder sowas, weil ich ja überhaupt nicht das Geld dafür habe. So, Erfahrung gesammelt G64. G64 Enthusiast. Der ist bei Graphics nochmal deutlich besser geworden. Sehr schön, gefällt mir, passt. So, und dann hoffen wir natürlich jetzt mal, dass. Ja gut, bis auf World Design, aber das müsste echt eine geile Wertung wieder sein. Jawoll, fast eine 80er. Herausfordernde, außergewöhnlich gut gemachte AI. Prachtvolles visuelles Design, tolle Kampfgeräusche, innovatives Kampfsystem bereichert um Tiefe und Komplexität. Tonnen von coolen, gruseligen Bossen. Was? Okay, also sind diese ganzen Leute gruselig. Die 80er Jahre Spielkritiker sahen wahrscheinlich noch sehr, sehr gruselig aus mit ihren Rauschebärten. Herausfordernde, außergewöhnlich gut gemachte AI gibt dir eine minimale Anleitung und vertraut darauf, dass du das Spiel auf deinen, ja, was auch immer. Also man merkt hier natürlich, dass die Sätze so möglichst einfach allgemein gehalten werden, so was zu dem Genre passt und fertig. Und ich, der sich wirklich so witzige Stories dann dazu überlegt und so wirklich den Spielen versucht, den eigenen Ideen Tiefe zu verleihen, da wirkt das immer ein bisschen deplatziert und ein bisschen seltsam. Aber gut, das ist halt, da kann man nichts machen. Da ist auch der Entwickler nicht schuld. Das ist einfach geschuldet daran, wie wir hier spielen.